Wir haben hier den Plan, der angefertigt wurde nach der Karlsruher Köpenickiade, der nächtlichen Schießerei in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1918. Ein badischer Matrose, Heinrich Klum, kommt nach Karlsruhe zurück, schließt sich dem Arbeiter- und Soldatenrat an, unterstellt einen vorbeikommenden Trupp seinem Kommando, wie der Hauptmann von Köpenick, und marschiert mit diesen zum Schloss. Dort verlangt er, den größten Lump von Baden zu sprechen, den Großherzog. Als seine Bitte aber abschlägig beschieden wird, lässt Klump seine Soldaten mehrfach auf das Schloss feuern. Hier sehen wir die 54 Einschläge an der Südwestfront des Schlosses. Eine der Kugeln trifft hinter einem Fenster das Bildnis des Preußenkönigs Friedrich des Großen und vollzieht symbolisch somit die blutige Tat. Die großherzogliche Familie ist Hals über Kopf bei Nacht in bereitstehenden Fahrzeugen nach Zwingenberg geflohen. In der Karlsruher Öffentlichkeit wie in Baden hat man diese nächtliche Flucht als eine Abdankung mit den Füßen begriffen. Man hat Klump angeklagt, man hat ihn dann, wie es in den Quellen heißt, strengsten Verhöres ausgesetzt und man hat ihn auch auf seinen Geisteszustand hin untersucht. Das ist sozusagen die Vorstufe einer Gerichtsverhandlung. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen, weil er von einer Generalamnestie, die die neue Regierung erlassen hat, profitiert hat. Für die Nationalsozialisten galt er aber als Novemberverbrecher und des Zeitlebens. Er flieht nach Frankreich, dort ereilt ihn 1940 die Gestapo mit der Wehrmacht und einer Verhaftung durch die Gestapo konnte er sich nur dadurch entziehen, dass er sich selbst das Leben genommen hat.